Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Tutorial hier. Hier möchte ich nochmal zeigen, STL-Import in FreeCAD und umwandeln in einen Volumenkörper. Vor allen Dingen möchte ich aber zeigen, warum soll man das überhaupt machen, weil es ist nicht sonderlich sinnvoll. Das möchte ich hier zeigen und dann möchte ich zeigen, was sinnvoller ist und ob man nicht vielleicht auch andere Programme noch ins Portfolio holt. So, damit herzlich willkommen und wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und dann starten wir einmal in die Konstruktion bzw. erstmal in den Import der STL-Datei, die ich mir hier vorgenommen habe. Das ist was recht Einfaches, damit es auch relativ schnell geht. So, also neue Datei ist offen. Verwendet wird hier die Version FreeCAD 0.21.2. Das ist die aktuellste Release-Version. Und dann importieren wir. Wir gehen einfach auf Importieren. Hier wählen wir aus, was für ein Format soll das sein. In dem Fall soll es sein STL, und aber er kann alle Formate hier importieren. So, das braucht jetzt hier gerade einen Moment, bis er, okay, jetzt können wir es auswählen und dann gehen wir hier auf STL und dann haben wir hier das auf STL umgesetzt. Dann geht das aus meinem Download-Verzeichnis, das haben wir hier, und dann 3D-Druck, Thingiverse und die habe ich hier unten, Test FreeCAD. So, die sind 1 bis 5, aber die sind eigentlich falsch rum notiert, weil das erste, was ich downgeloadet hatte, das war das hier. Und das ist zu dem Zeitpunkt, als ich es runtergeladen habe, die meist gelikte Datei zur Zeit gewesen bei Thingiverse. Und da gibt es drei Dateien, die können wir jetzt einfach hier alle drei selektieren, auf Öffnen klicken und so sieht das Teil aus. So, das Teil ist ein, man sieht hier, das hier ist so ein Dorn drin, dann gibt es hier so ein Außenteil und hier so ein Innenteil. Die sind auch bezeichnet, Core ist das hier, was in der Mitte ist, Core Bottom, das ist der Pin und Outer, das ist außen, die Außenhülle. Das Ding wird dafür verwendet, da nimmt man so einen Schneider Zentimetermaß, die sind meistens 1 oder 2 Meter lang und dann frimmelt man das hier rein und dann kann man das aufrollen und dann kann man das abrollen und wieder aufrollen. Also eine nette Sache, sage ich ganz einfach mal, hat sehr, sehr viele Likes und jetzt möchte ich das erst einmal umwandeln in FreeCAD in eine Volumendatei. Also das machen wir von Körper zu Körper, also wir fangen an und wandeln die erstmal um. Dafür wechselt man hier in die Part Workbench und dann geht man hier auf Part und Form aus Dreiecksnetz erstellen. Ich mache mal die Tastenkommandos oben an, dann seht ihr, was ich drücke. So, Form nähen brauchen wir hier in dem Fall nicht zu machen. Einfach OK drücken und schon ist das fertig. Dann drückt man einmal die Leertaste, dann ist das hier deaktiviert und es ist nur noch hier dieser gerade hergestellte 3D-Körper vorhanden. Das machen wir mit allen dreien. Part, Form aus Dreiecksnetz, OK. So, dann, das war jetzt der Core Button. Den können wir hier auch inaktiv schalten. Und dann machen wir es hiermit auch noch. Part, Form aus Dreiecksnetz, OK. Und dann haben wir die drei Körper umgewandelt. Jetzt müssen wir die jeweils in Festkörper umwandeln. Das geht hier über Part Festkörper umwandeln. Nummer 1, auch hier wieder Leertaste. Nummer 2, Festkörper umwandeln. Leertaste. Nummer 3, Part Festkörper und die Leertaste drücken. Jetzt haben wir hier drei Solids, die sind aber noch nicht fertig. Das ist normalerweise jetzt, was jetzt kommt, der aufwendigste Part, und zwar, das geht dann über Kopie erstellen, Form aufbereiten. Ich habe das der Einfachheit halber mir hier auch hingelegt irgendwo. Wo ist es denn?
hier, das ist diese Funktion, die kann man sich hier ins Menü reinziehen, wenn man die öfters braucht. Glaubt mir, wenn ihr mit FreeCAD viel arbeitet und mit Part und Part Design zusammenarbeitet, braucht ihr die häufig. Und dann kann man einfach hier, ich kann jetzt diese Funktion drücken. Ihr nutzt einfach Part Kopie erstellen, Form aufbereiten. Die macht automatisch diese Leertaste, also die löscht, macht das automatisch unsichtbar. Und dann machen wir den dritten Körper. So, der braucht mit am meisten. Das war jetzt das Äußere. Wie soll es auch anders sein? Da ist auch am meisten dran. So, jetzt habe ich drei Körper und die kann ich jetzt, damit kann ich was machen. Die kann ich bearbeiten. Aber bitte nicht glauben, dass jetzt FreeCAD weiß, okay, das hier ist unten, da ist ein Kreis, der ist extrudiert worden in der Höhe. Und dann ist hier ein Kreis und noch ein Kreis und die sind hier ausgeschnitten und extrudiert worden. Das weiß FreeCAD überhaupt nicht, sondern FreeCAD hat einfach nur einen 3D-Körper. Das ist genauso, als wenn man ein Pixelbild einladet und sagt, okay, ich will das jetzt die Linien da haben. Nee, das sind Pixel. Und ähnlich ist es in der 3D-Sache auch. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, was würden die meisten Leute machen wollen? Ich sage jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es das gibt, man hat jetzt ein solches Schneidermaßband, was nicht 2, sondern 4 Meter lang ist, also müsste das Teil hier größer werden und damit eben mehr von dem Schneidermaßband hier aufgewickelt werden kann. Also jetzt führe ich mal vor, was kann ich hier überhaupt machen? Okay, ich kann diesen Körper, dieses Auto, ich mache die jetzt erstmal hier inaktiv, diesen Körper hier, den kann ich jetzt nehmen und kann daraus, indem ich den selektiere und im Part Design Modus auf Körper klicke mit aktiviertem Objekt, dann habe ich jetzt hier einen neuen Körper und der hat dieses Feature, wird das hier genannt, Base Feature, hat er hier drin. Da kann ich jetzt zum Beispiel da drauf klicken und darauf eine Zeichnung machen. Und dann machen wir jetzt hier ein Sechseck rein, schließen das, machen eine Tasche. Ihr merkt schon, das braucht seine Zeit. Und dann haben wir hier ein sechseckiges Loch reingefräst. So, solche Änderungen, die gehen recht fix dann in FreeCAD. Aber ihr merkt, dadurch, dass das so ein gewandelter Körper ist, ist das nicht sonderlich schnell. Aber was mache ich denn, wenn ich das wirklich größer machen will? Also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Ich müsste ja jetzt das hier oben abschneiden, dann irgendwie hier einen neuen Kreis drauf machen, der größer ist. Da kann ich das Teil auch direkt neu konstruieren. Also eine Vergrößerung. Ich will jetzt nur diesen Teil hier vergrößern. Ich möchte aber das hier unten alles stehen lassen, weil das ist ja richtig. Das bietet FreeCAD nicht eine solche Bearbeitungsfunktion für diese Objekte hier, aber auch nicht für die Mesh-Objekte. Also, es macht sehr, sehr wenig Sinn, etwas zu importieren als 3D als Mesh und dann meinen, damit könnte man was machen, außer man macht ein Loch hinzu. Auch wenn man ein Loch zumachen möchte, das geht. Da kann man einfach was reinzeichnen und macht mal ein neues Loch. Sowas geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Körper nochmal aufmache, ich mache nochmal einen neuen Körper hier raus und ich sage jetzt, okay, das Loch hier, das möchte ich zumachen und zwar dieses Loch hier. Und ich möchte da ein größeres Loch drin haben oder ein kleineres. Machen wir ein kleineres. Größeres würde ja einfach gehen, dann würde ich hier einfach reinfräsen. Also da, das machen wir jetzt mal. Ich mache eine Zeichnung. Und zwar, da müssen wir, das war falsch, da müssen wir einmal abbrechen machen. Ich selektiere jetzt diese Fläche hier, mache da einen Sketch drauf. Und dann zeichne ich hier jetzt einfach ein Rechteck ein. So, das Rechteck, das machen wir schön symmetrisch an diesen Punkt und die sind gleich groß
Und dann schließen wir das. Und dann gehe ich jetzt hier nach oben und mache jetzt eine Aufpolsterung von diesem Sketch. Und also eine Aufpolsterung. Da merkt er wieder, was er zu rechnen hat. Und dann sieht er, die geht in die falsche Richtung. Also drehen wir das rum. Und dann wird jetzt hier das Maß verringert. Und das sind immer Wartezeiten, die darauf basieren, dass das so ein Meshkörper ist. Gucken, 3 mm, 2 mm, ja, es ist ein bisschen größer. 2,5 ist es, glaube ich, nicht. Ich sag mal 2,2. Ja, das ist es. So, jetzt habe ich das da reingefräst, reingesetzt. Jetzt ist das Loch zu. Jetzt kann ich hier oben wieder draufklicken, kann eine neue Zeichnung machen und kann jetzt hier ein kleineres Loch drauf machen, das heißt, oder ein Sechskant. Und sagen wir einfach mal, okay, da wollen wir einen Sechskant draufsetzen. So soll der aussehen. Der kriegt jetzt hier ein Maß von 4,3 mm. Das hier ist horizontal. Und wir schließen das. Und dann lassen wir das da eine Tasche generieren. Und dann haben wir jetzt das Teil mit so einem Sechskant. Also solche Sachen kann man machen, aber man merkt trotzdem, er braucht immer seine Zeit für die Berechnung. So, ich lasse das hier jetzt ruhig bestehen. Das machen wir unsichtbar. Diesen Körper hier. Und ich hole mir jetzt dieses Outer hier rein. So sieht das aus. Das machen wir jetzt teilweise unsichtbar, also transparent. So zum Beispiel. Und dann zeichne ich das jetzt neu in FreeCAD. Das heißt, ich mache einen neuen Körper. Und dieser neue Körper, der wird auf die XY-Ebene gelegt. Das ist diese Ebene hier. So, und das wird jetzt ganz einfach ein Kreis. Dann fährt man hier so das an, wo er da so ungefähr ist. So zum Beispiel. Selektiert den Kreis. Hier 51,69, ich sag mal 52 mm. Nee, das ist zu viel. Also ist es wahrscheinlich wirklich 51,6 mm. Ich weiß nicht warum. Kann auch so was Zölliges sein. Keine Ahnung. Und das wäre jetzt das Maß. Und wir möchten ja jetzt dieses Teil größer machen. Also, aber das nicht 51,6. Aber das nicht 51,6, sondern halt ein bisschen größer. Und da machen wir 65 mm. So, das, wenn man das so von der Seite sieht, dann sieht man, das ist auf dieser Ebene. Es geht also nach unten. Also können wir den jetzt einfach eine Aufpolsterung machen. Und zwar aber nach unten, also umgekehrt. Und dann gehen wir hier wieder, und da geht das jetzt auch schön schnell. So, gucken wir uns das hier an. So, und das waren ja die, hier, das sind 4, also 4,2. Das ist auch ein bisschen mehr, 4,3 mm. mm. Ja, nimm mal 4,5 mm. So, da haben wir das untere Teil. Jetzt konstruieren wir das Teil hier drauf. Das muss natürlich jetzt auch größer werden. Das heißt, ich klicke hier hin, mache eine neue Zeichnung und die machen wir auch genauso wie hier. Das heißt, ich zeichne erstmal das Teil so, also zwei solche Kreise. Ah, den habe ich nicht richtig gesetzt hier. Den machen wir mal gerade genau da drauf. Dann einmal Taste C drücken.
So, das ist jetzt hier der erste Kreis. Und dann haben wir hier noch einen zweiten Kreis. Den machen wir da so schön mittig und den machen wir dahin. Jetzt bemaße ich die mal gerade nur zum Test. Also 48 ist das und das sind Bemaßung 51,6. Das ist klar, die 51,6, also das muss dann 65 werden hier. Das machen wir gerade mal bemaßen 65. Und ich mache das jetzt Augusto. So, da möchten wir enden. Machen wir Maß 61. Ach Quatsch. Einundsechzig wollte ich haben. So, das kann ruhig ein bisschen dicker sein. Das ist dicker als das. Warum auch nicht? So, dann müssen wir hier noch so Ausschnitte reinmachen. Die möchte ich winklig genauso machen wie die hier. Also zeichne ich einfach hier eine Linie ein. Vom Mittelpunkt da so durch. Das machen wir hier auf der Seite auch. Da so durch. So, die machen wir hier symmetrisch. Und dann zaubern wir dieser so dahin. Wir maßen jetzt hier den Winkel und der ist 88. So, jetzt kann ich diesen Kreis hier entsprechend aufschneiden. Das machen wir mit dieser Funktion hier. Der muss weg. Der muss weg. Und dann müssen die beiden hier außen weg und die Inneren hier auch. So, und dann haben wir das fertig. Die Rundung mache ich hinterher im, wie heißt es? Mit der Rundungsfunktion. So, dann haben wir das, dann können wir das aufpolstern. So, dann gehen wir zur Seite, gucken, wie hoch. 8 mm, okay. So, dann können wir die jetzt hier noch schön rund machen. Können wir uns nach anschauen, wo werden die rund gemacht? Also da und die beiden und die beiden. Dann gehen wir hier auf Rundung. Und dann klappt das nicht mit einem. Also machen wir 0,8. Jo, und da sieht das doch ganz gut aus. Gut, dann haben wir das Teil so fertig. Jetzt kommt noch hier dieses Loch da rein. Da würde ich jetzt empfehlen, in dem Falle hier den Körper auch teilweise transparent zu machen, so dass ich hier wieder die Löcher erkennen kann. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil man nicht unbedingt das richtige Teil findet, wenn man hier draufklickt. Aber hier sieht man doch, das ist richtig. Das ist jetzt die Fläche. Da machen wir einen Sketch drauf. Und dann machen wir jetzt erstmal diesen großen Kreis hier. Das soll ja alles so bleiben, wie es ist. Bemaßen wir. So, also ich habe das hier wirklich noch nicht gemacht, diese Bemaßung. Nicht, dass er denkt, ich habe hier die Maße alle liegen. So 91,33. 19,34. Die nehmen wir auch einfach mal. Da machen wir 19,35. Mache ich da mal. Gucken. Ja, das ist sogar vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. 19,4. 19,4. Ja, 19,4 ist es. So, jetzt wird das hier da so reingefräst, aber eben nicht. Entweder mache ich das hier als Loft oder aber ich mache das über einen Winkel. Ich würde in dem Falle hier vorschlagen, das als ein Loft zu machen. Obwohl, ne, versuchen wir es mal mit dem Winkel. Okay, ich schließe das, mache jetzt hier, ich mache, selektiere das, mache eine Tasche und diese Tasche, die werde ich jetzt hier in der Tiefe so einstellen,
dass sie genau bis dahin geht. Dafür müssen wir das hier deselektieren und dann können wir hier jetzt runterfahren. So, das ist es so ungefähr 1 mm. Gucken wir uns das nochmal genau an. So, von der Seite. Bis wo sind wir da? Da. Ja, das ist 1 mm. So, jetzt passt der Winkel nicht. Da muss man gucken, Schrägungswinkel, da kann ich jetzt das hier nutzen. Und da muss man jetzt gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Das geht nach außen, der Winkel, also muss es ein negativer Winkel sein. Minus 45. Ja, es wird schon so ungefähr passen. Also, dann drücken wir OK. Dann ist das da reingefräst. Und jetzt haben wir hier eine neue, neue Fläche. Und da machen wir wieder eine Zeichnung drauf. Und zwar, man sieht hier, so ganz klappt das nicht, aber es wird schon genau genug sein. Das heißt, sonst muss man doch noch ein bisschen nacharbeiten. So, dieser Kreis hier. Ich mache den mal bis da. Den fräsen wir jetzt da rein. Also eine Tasche. Und dann machen wir hier wieder die 5. Da gehen wir jetzt zurück. Und da genau bis da. Jo. Und dann kommt noch dieser da rein. Also hier einmal OK drücken. Dahin klicken. Neue Zeichnung. Und da kommt jetzt dieser Kreis hier drauf. So, was hat der für ein Maß? 9,5 mm hat der. Und das wird eine Tasche. Und die kann ich einfach mal durch alles laufen lassen. Muss nicht unbedingt sein, ging auch mit den 5 mm. So, und jetzt habe ich das Teil hier fertig. Und das können wir jetzt einfach hier über STRG D wieder komplett sichtbar machen. Das originale Teil können wir ausblenden. Dann habe ich jetzt das Teil halt konstruiert in einer größeren Größe. Da passt jetzt genauso dieser Pin rein und da passt der Core rein und es passt nur viel mehr Maßband zum Aufwickeln rein. Und das ist wesentlich einfacher und schneller, als jetzt hier an diesem Teil rumzudoktern und da was wegzuschneiden, was draußen dran zu machen. Kommt hinterher etwas raus, was bei weitem nicht so schön beim Druck aussieht, weil man da so genau kann man das gar nicht arbeiten. Und es macht viel mehr Sinn, FreeCAD dafür zu nutzen, für was es da ist, für die Konstruktion. Okay, das war's auch schon zu diesem Video. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!